willkommen zu The Comaniac, der ersten Quizshow im deutschen Fernsehen rund ums Thema Automobil. Und heute wird es spannend. Wir befinden uns im ersten Halbfinale und das sind sie, unsere vier Halbfinalisten. Servus, ich bin der Chris, bin 26, komme aus dem wunderschönen Plattling und mein Spezialgebiet ist das Tuning. Tuning begeistert mich, weil es mir die Möglichkeit gibt, ein Auto zu fahren, das kein anderer einfach so kaufen kann, der das nötige Kleingeld hat. Man muss es sich selbst erarbeiten, selbst aufbauen und selbst kreativ sein. Ich sehe mich ziemlich weit vorne bei der Show, weil ich beim Thema BMW einiges auf dem Kasten habe und mein Joker ist auch nicht ohne. Allein beim Bau dieses Fahrzeugs habe ich mir so ein unglaubliches Wissen angeeignet. Das beweise ich euch jetzt. Also schnall dich an, Kathi, jetzt komme ich. Hallo Kathi, hallo liebe Zuschauer. Mein Name ist Harald und mein Spezialgebiet ist Motorsport. Driften macht einfach riesen Spaß. Das Auto in den Drift zu locken und das zu kontrollieren, das macht den Reiz aus. Es interessiert mich eigentlich alles, was nur mit vier Rädern zu tun hat. Ich sauge alles auf, ich nehme wirklich jede Info zu mir und versuche es zu verarbeiten. Kathi, ich werde mit quietschenden Reifen an der Konkurrenz vorbeiziehen. Hallo, ich bin der Junaid, komme aus Offenburg, bin 22 Jahre alt. Mein Spezialgebiet sind Japaner. Ich bin ein Fan von Japanern, seitdem ich Fast and the Furious gesehen habe. Die Autos waren so cool getuned, das hat mich inspiriert. Also selber eigenen Honda zu haben, das war schon ein Traum. Mein neuestes Errungenschaft ist der Honda Prelude. Der hat alles noch vor sich, den würde ich auch noch so richtig aufmotzen. Mein Wissen habe ich, seitdem ich mit 16 an Autos rumschraube. Kathi, mein Adrenalin werde ich dafür einsetzen, damit ich der Carmaniac werde. Hallo, ich bin die Nicole. Ich arbeite bei den Gelben Engeln und mein Spezialgebiet ist alles rund ums Thema Ford. Das ist meine Milka Kuga, wie man unschwer an der Farbe erkennen kann. Die Front ist natürlich verändert, das Heck natürlich auch, wie die Reifen und die Felgen natürlich. Diverse Schnickschnack im Innenraum, so ein bisschen Spielereien mit Monitor, ein bisschen mit Anlage und ja, der Kofferraum hält auch eine Überraschung bereit. Natürlich belächeln das viele Männer und denken, ja, wie Blondchen hier mit dem Tussi-Auto. Ist mir eigentlich relativ egal, ich stehe dazu, ich bin so, was da was andere reden, interessiert mich nicht. Ich bin unschlagbar im Thema Ford. Weil durch das Wissen, was ich mir jetzt so in 10 Jahren angeeignet hat, ist doch einiges zusammengekommen. Ich profiliere mich in der Show durch mein Selbstbewusstsein und durch mein Wissen. Und so kann ich es der Männerwelt zeigen, dass auch Frauen es drauf haben. Kathi, nur Frauenpower hält auf Dauer. Und darum bin ich der Carmaniac. Dass ihr da seid. Wie fühlt ihr euch? Konntet ihr schlafen, Nicole? Ja, sehr gut. Sehr gut sogar? Sehr gut. Hast du jetzt nicht Angst, sondern mit so 3 Konkurrenten im Nacken als einzige Frau? Nö, gar nicht. Gar nicht? Nein, Multi, Multi. Ja, Jungs, ihr müsst euch anschnallen. Frauenpower hält auf Dauer, war dein Motto und du hast das auch bewiesen. Und wir haben natürlich tatkräftige Unterstützung heute. In den letzten Shows konntet ihr alle einen Joker mitbringen, euren Freund oder Bekannten. Diesmal habe ich richtig klasse Experten. Ich stelle sie euch kurz vor. Wir haben auf Platz 1 Alex Müller, S4 GT-Fahrer. Wir haben Axel Förderer, wir haben Dominik Dumitrovic vom Fashion Paint und Eduard Pogea vom Pogea Racing. Die werden euch unterstützen, wenn es wieder um die Wurst geht.
Ich rate euch, befragt den Joker. Gott sei Dank gibt's keine Ehekrise oder irgendwelche Problematiken. Chris, ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Schöne Handschuhe trägst du. Genau, wegen den Handschuhen. Wegen den Handschuhen. Du fährst doch einen Nissan 350Z, oder? Ja, den fährt man nicht mit Handschuhen. Ich habe da aber ein Special für dich. Weil du hast das letztes Mal so durchblicken lassen, dass du anscheinend auch gerne... Wie schwul ist das denn, habe ich gesagt. Auch gerne solche hättest. Jetzt habe ich mir gedacht... Also tut mir leid, also echte Kamengeks dürfen nicht mit Handschuhen Auto fahren. Na gut, als Frau mache ich da mal eine Ausnahme. Ich trage die jetzt auch. Aber dankeschön. Danke. Bitteschön. Junaid, hast du auch Handschuhe, wenn du deinen Wagen fährst? Nein, absolut nicht. Aber Handcreme, die musste ich dir gerade noch leihen. Also ja. Was ist hier los mit den Männern? Ja. Harald, trägst du Handschuhe beim Schrauben? Brauchst du Handcreme? Nee. Keine Handschuhe, keine Handcreme, gar nichts. Gar nichts. Hier geht's auch um was. Seid ihr denn fit? Auf jeden Fall. Denn jetzt geht es wirklich um die Wurst. Ich möchte beginnen mit der ersten Aufgabe. Eure Aufgabe ist wieder ganz einfach. Ihr dürft mir euren Tipp abgeben. Schalten, schalten, schalten. Wir fangen an mit einem Clip. Und zwar, der kommt von René Turek. Das ist ein internationaler Graffiti-Designer. Der hat uns das gesamte Studio designt. Und der sprüht eine Felge. Ich bin gespannt, ob ihr wisst, was für eine Felge er sprüht. Film ab. Harald, mutig. Ich habe noch keine 4 Antwortoptionen genannt. Hast du eine Vermutung? Die Matic-Felge. Oh. Die Matic, alte Stahlfelge. Klasse, ja. Die SSF Matic feiert quasi wieder ihr Comeback nach 10 Jahren. Aber René, mach das nochmal fertig und löse auf. Klasse, wie der das macht, ne? Unglaublich. Ich kann nicht mal einen Liedstrich ziehen. Richtig. 1000 Punkte gehen an Harald. Gratulation. Meine Lieben, ihr wisst, um was es geht. Ja, ihr dürft ruhig klatschen, kostet nichts. Ihr wisst, um was es geht. 2 von euch 4 nehme ich mit ins Finale. Dort kämpft ihr um den Titel des Kamengeks. Vielleicht bekommt ihr eine Frau, vielleicht bekommt ihr einen Mann. Aber die 4 Finalisten... Wir bekommen diesen Preis. Hi Kamenix, ich bin Markus Fuchs, der einzige Europäer in der amerikanischen NASCAR Series. Und 4 von euch können mit mir mitkommen auf den Charlotte Motor Speedway. Und für alle, die keine Ahnung haben, was NASCAR überhaupt ist, ich sage nur 870 PS, den Rest seht ihr beim Film. Faszination NASCAR. Spoiler an Spoiler jagen bis zu 43 waghalsige Piloten mit V8 Sound über den Speedway. Geschwindigkeiten weit über 300 km/h verlangen den Fahrern alles ab. NASCAR zählt zu den gefährlichsten, aber auch beliebtesten Rennsportarten der Welt. Die Tribüne am Circle in North Carolina zählt 160.000 Zuschauer. Wir haben für euch 4 Plätze reserviert. Erlebt mit Markus Fuchs Behind the Scenes diesen Motorsport hautnah. Mehr Leistung zum Selbsteinbau. Diese Reise wird Ihnen präsentiert von racechippower.de. Ja, ihr seid fast am Ziel. 2 von euch nehme ich mit und es wird spannend. 10 knackige Fragen habe ich für euch. Alle haben einen Wert von 1000 Punkten. Und ich rate euch, wenn sie schon extra gekommen sind, die Experten, nutzt sie. Fragt sie um Rat. Wir beginnen mit einem sehr außergewöhnlichen Typen. Hier kommt Yankee. Herzlich willkommen in der Schweiz. Also gut, ja, Carmaniacs. Hier, das ist mein Buick Electra, Park Avenue von 1983. Und mein ganzer Stolz sind meine 22 Zoll Chromfelgen. Und jetzt die Frage, und die müsst ihr wissen. Wie viele Zentimeter sind die 22 Zoll? Also sind das A, 22,4 Zentimeter oder B, 33,3
cm oder sind das C 55,8 cm oder sind das D 66,7 cm? Tschüss, Nate. Das ging schnell. Weißt du's? Ich tippe auf C. 55,8. Eine Erklärung dazu vielleicht? Weißt du, wie viel Zoll ein Zentimeter sind? Ich schätze das eher jetzt ab. Bitte? Ich schätze das ab. Also, du schätzt es einfach. Ja. Du sagst 55,8 cm. Yankee, hat Junette recht? Es sind tatsächlich Antwort C. 55,8 cm. Richtig, 1000 Punkte gehen an Junette. 1 Zoll sind 2,54 cm. Und diese Dame müsste eigentlich zur Königin der Rennsport-Steinzeit gekrönt werden. Denn Maria Theresa Philippis schrieb 1958 Geschichte, als sie als erste Frau der Welt an der Qualifikation zu einem Formel-1-Rennen teilnahm. Hier in Monaco schaffte sie es nicht, aber in Belgien belegte sie den 10. Platz. Mit welchem Fahrzeug startete Maria Theresa Philippis 1958? War das A in einem Mercedes? War das B in einem Porsche? War das C in einem Ferrari? Oder D in einem Maserati? Nicole, Frauenpower. Ich meine zu wissen, dass es A ist. Du meinst, sie ist in einem Mercedes an den Start gegangen. Ganz sicher? Nein. Ich meine, ich hab's mal wo gelesen. Soll ich es gelten lassen? Ja. Das ist leider falsch. Harald. Mein Tipp ist D. Und warum? Enzo würde nie, also Enzo Ferrari würde nie eine Frau in seine Autos setzen. Mutig, mutig, ja. Ist so. Okay, okay, ja. Porsche? Nee. Mercedes fällt raus. Also ich sag D. Du sagst D? Es ist korrekt. Das ist der Maserati 250F. Was für eine krasse Erklärung. Oh Gott, ich freue mich auf die Drohbriefe nachher. Wir schalten rüber zu einem wirklich fiesen jungen Mann mit sehr lustigen Brillen. Und zwar rüber nach Hannover zu Otto Meyer-Spellbrink mit folgender Frage. Film ab. Otto Meyer-Spellbrink, mit Benzin im Blut geboren, gilt als der Experte für Automobilgeschichte. Als Moderator und Buchautor ist er ebenso bekannt wie als Journalist für Street Magazine, Oldtimer Markt und andere Fachblätter im In- und Ausland. Sir William Lyons war der Vater der Marke Jaguar. Doch Jaguar war vor dem Krieg lediglich eine Modellbezeichnung, die dann allerdings so erfolgreich war, dass man Lyons ursprüngliche Marke SS in Jaguar umtaufte. Und jetzt kommt die Frage, was eigentlich bedeutete SS? War es A, Super 7? War es B, Standard Superior? Oder C, Swallow Sports? Oder aber D, Seldom Special? Wer weiß das? Harald. Es ist jetzt absolut ein Tipp. Ich tippe auf D. D? D. D, D. Seldom Special? Ja. Möchtest du vielleicht nochmal einen der Joker fragen? Ich heb mal meinen Joker eher auf. Ich glaube, das wird noch heftiger. Das wird allerdings immer heftiger und das ist leider falsch, Harald. Nicole. Ich hätte gesagt B. B. Mhm. Möchtest du dich vielleicht mit deinem Joker noch mal kurz schließen? Gebe ich auch noch auf. Den hebst du auch noch auf? Mhm. Ja, Pech. Auch falsch. Junaid, die letzte Chance. Ich tippe auf A. Du sagst A? Genau. Super 7? Das ist leider auch falsch. Otto, hilf uns. Die Antwort ist natürlich C. Swallow Sports
Und dazu sollte man wissen, dass dieser merkwürdige Name eigentlich für eine Motorrad-Seitenwagenfabrik mal Pate stand. Das war nämlich der Anfang von Jaguar. Ja, so. Ich habe euch gesagt, die Fragen haben es in sich. Mal gucken, vielleicht liegt euch das ja. Welches nur 41 Mal angefertigte Modell von Bugatti sehen wir hier? A. Der Atlantik. B. Der Pazifik. C. Der Baltic. Oder D. Golf. Wie heißt dieses Modell von Bugatti? Das weiß bestimmt der Joker. Und wer soll das beantworten, Chris? Wen hast du dir ausgesucht? Alex, Axel, Dominik oder Eduard? Ich tippe mal auf unseren TT-Fahrer. Das ist das Auto seiner Frau. Okay, der weiß es. Weißt du's, Eduard? Ja, ich weiß es. Oh, bin ich mal gespannt. Für ihn loggen wir mal A ein. Alles klar. Du vertraust ihm? Ja, sowieso. Top. Du sagst A. Das ist richtig. Spaß. 1000 Punkte gehen auf Chris Konto. Danke, Eduard. Wir schalten rüber zu Harry Utesch in die Halle der Helden. Hallo, Carmaniacs, hier ist der Harry. Und ihr befindet euch mit mir in meiner Halle der Helden in Fellbach. Und wir stehen hier neben einem ganz heißen 73er Eisen. Gebaut wurde das Fahrzeug von De Tomaso. Ich will von euch wissen, wie heißt denn der Typ, der Name? Kleiner Tipp am Rande, es gibt eine Rockband, die ähnlich gut klingt wie der. Wie heißt dieses Modell? Ist das A, Kiss? Ist es B, Pantera? Ist es C, ZZ Top? Oder D, Nirvana? Welche Rockband suche ich? Nicole? B, Pantera. Pantera? Da klatscht schon einer. Du hast natürlich recht, es ist B. 1000 Punkte. Gehen an dich, Nicole. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Platz 2 teilen sich Nicole, Chris und Junaid mit 1000 Punkten. Und Platz 1 hat der Harald mit 2000 Punkten. Es bleibt also spannend. Ich habe noch 5 Fragen für euch. Einen Wert von 1000 Punkten. Und wir schalten wieder rüber zu Harry Utesch und seiner Halle der Helden. Die Antwort Pantera habt ihr hoffentlich, aber die war nur zum Aufwärmen. Jetzt will ich von euch wissen, wie lang wurde denn das Fahrzeug gebaut, bis zu welchem Jahr? Genau, bis wann wurde der Pantera gebaut? War das A, bis 1969, B, bis 1983, C, bis 1991 oder D, bis 2005? Junaid, möchtest du einen der Experten befragen, wenn wir schon so tolle Unterstützung haben? Ja, ich frage doch lieber einen Joker. Wen möchtest du denn? Alex, Axel, Dominik oder Eduard? Darfst du ruhig Eduard zweimal befragen? Ich frage den Axel. Den Axel? Ja. Puh, hast du gut aufgepasst, Axel? Bis wann wurde der Pantera gebaut? Du kannst dich auch ruhig beraten mit deinen Kollegen. Was darfst du? Zuerst habe ich gedacht, so 83, aber ich tippe eher auf 91. Ich habe nämlich mal eine am Hof gehabt und ich tippe auf 1991. Ich nehme es an. C. Du vertraust ihm? Ja. Er kommt aus dem Kahalfi-Bereich, ne? Du sagst C. Genau. 91. Ja. Harry hat er recht? Bis 1991. Klasse! 1000 Punkte. Dank Axel. Oh. Ja, hier nicht quatschen, Jungs. Schön Konzentration. Ich zeige euch jetzt den Maserati MC12. Da sitzt nämlich Alex Müller drin. Und dieser italienische Supersportwagen, den habe ich auch bei Harry Utesch gesehen, in Knallorange. Ich möchte von euch wissen, was ist aber die vollständige Typenbezeichnung des Maserati MC12? Ist das A, Alfieri? Ist das B, Modena? Ist das C, Corsa? Oder ist es D, Fangio? Also wenn es einer wissen muss, dann der junge Mann ganz links. Nicole. Ich werde den Joker nehmen. Weise Entscheidung. Und wen nimmst du? Den Herrn ganz links. Den Herrn ganz links. Alex, du bist das Ding gefahren. Ich hoffe, du blamierst dich jetzt nicht. Nimm C. Warum C?
weil Corsa ist die Motorsportabteilung von Maserati, die das Auto gebaut haben. Die heißen Maserati Corsa und deshalb Corsa. Also ich verbinde Corsa mit Opel. Ich eigentlich auch, aber er wird es wissen. Wir nehmen C. Hat Nicole recht, Harry? Ja, ich weiß, es klingt paradox. Im Falle Opel steht Corsa für Kleinwagen, im Fall Maserati steht es für Rennstrecke. Das Auto ist ausschließlich für die Bahn. Punkte gehen an Nicole. Ha, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Wir machen jetzt weiter mit einem absoluten Kultklassiker. Ich zeige euch einen Film und dann möchte ich wissen, was für ein Film das ist. Spaß. Es wird im Leben vieles mittelmäßig und schlecht gemacht. Für uns ist es wichtig, dass wir irgendetwas gut tun. Rennen heißt für uns Leben. Die Zeit, die zwischen den Rennen liegt, heißt warten. Und ich warte auf euren Tipp. Welcher Film ist das? Harald. Steve McQueen haben wir eben gesehen. Le Mans. Wie das Rennen. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber jetzt nehme ich einen Joker. Wen möchtest du denn nehmen? Ach, der Alex. Alex. Ja, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Nee, der Film heißt in der Tat Le Mans mit Steve McQueen. Nach dem Motto, Racing is life. Anything before or after is just waiting. 1000 Punkte gehen an dich. Aber wir lösen natürlich noch auf, denn der Film ist absolut vorzeigbar. Ja, ein absoluter Klassiker, Le Mans. Wir machen weiter mit folgender Frage. Und das interessiert mich jetzt sehr, ob ihr das wisst. Das ist nämlich eine typische Frage aus der Führerscheinprüfung. Dieses Schild kennen wir, das ist eine Gefahrenstelle. Ich möchte wissen, in welcher Entfernung ist die Gefahrenstelle denn zu erwarten? A. 50 Meter bis 150 Meter Entfernung. B. 150 Meter bis 250 Meter Entfernung. C. 250 bis 350 Meter Entfernung. Oder D. 350 Meter bis 450 Meter Entfernung. Nicole. Wann kommt die Gefahrenstelle? Nach wie vielen Metern? A. Du sagst A? Mhm. Zwischen 50 und 150 Metern ist die Gefahrenstelle zu erwarten? Es tut mir leid, das ist falsch. Chris. B. Ich sag B. 150 bis 250 Meter. Ganz sicher? Ja. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja. 1000 Punkte. Passt. Hey, hey, hey. Einen Clip habe ich noch für euch. 1000 Punkte ist dieser wert. Und zwar, ich zeige euch die Mille Miglia. Today I spend my day with those memories of you that keep me smiling all the way. It doesn't matter what I do. It's your presence that I miss. Though I feel bad when you're here, it's lunatic in a certain way. I miss you. Oh, every day I've known you, you've been getting closer. But I'm not sure if you're already here. Die
die letzte Frage. Die Mille Miglia ist ein legendäres italienisches Rennen. Welche Bedeutung hat denn die Nummer auf der Fahrertür? Ist es A, die Länge der Strecke? Ist es B, die Uhrzeit des Starts? Ist es C, die PS-Zahl? Oder D, einfach die Startnummer? Chris, Joker hast du keine mehr? Nö. Das ist ja vor jedem Auto unterschiedlich, also die Nummer auf der Fahrertür, oder? Es ist die Runde gemeint, die Runde Nummer. Genau. In großen Ich hätte jetzt Zittern. Einfach mal gesagt, D, die Startnummer. Du sagst D, die Startnummer? Ja. Ein bisschen geraten, aber no risk, no fun, hilft nicht. No risk, no fun. Das ist falsch, das wäre zu einfach gewesen. Dachte ich mir. Nicole. Ich sag B, die Uhrzeit des Starts. Die Uhrzeit des Starts? Das ist richtig. Klasse. Tatsächlich. 3:48 ist dann die Startzeit gewesen. Klasse, meine Lieben. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Denn normalerweise war es ja immer so, dass das nach dieser Runde 2 gehen mussten. In diesem Falle kommt ihr alle weiter, denn ihr habt auch eine Activity-Aufgabe, die ich von euch haben möchte. Und die hat es wirklich in sich. Aber wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Platz 2 teilen sich Chris und Junette mit 2000 Punkten. Auf Platz 1 liegen Nicole und Harald mit 3000 Punkten. An meiner Seite ist Christopher Hase. Du bist zweifacher Europameister und fährst mit diesem Boliden die 4GT-Weltmeisterschaft. Und wie es da abgeht, das zeige ich euch hier. Ein kleiner Clip. Fette Show. Ich glaube, das ist mal ein Zwischenapplaus wert, denn der junge Mann ist erst 22. Im Muschielago. Wie viel PS? Also wir sind gedrosselt auf 600 PS. Gedrosselt auf 600 PS? Richtig, mit dem Destriktor. Du hast die Show verfolgt, du weißt, unsere Carmaniacs mussten immer in der letzten Runde eine Activity-Aufgabe absolvieren. Das war Rennfahren. Was hast du dir überlegt heute? Also ich habe mir überlegt, dass wir heute mit den Kandidaten einen Reifenwechsel machen. Denn ein echter Carmaniac muss natürlich auch schrauben können. Allerdings. Und das ist natürlich ganz elementar in einem Rennen. In wie vielen Sekunden macht das dein Team normalerweise? Also bei uns machen das 2 Leute für 4 Reifen in 28 Sekunden. Puh. Und wir wollen aber nur ein Rad gewechselt haben. Was schätzt du, ein Ungeübter, wie lange braucht er für einen Radwechsel? Wenn er gut ist, zwischen 15 und 20 Sekunden. Okay, ich habe natürlich Unterstützung dabei, meine sexy Fuel Dürden. Sie wird die Zeit messen und wir wollen aber einmal zeigen, wie so ein Profiteam das macht. Du hast ja Unterstützung dabei. Genau. Wir wollen den Hansi bitten und ich demonstriere uns doch einfach mal, wie so ein richtiger Pitstop vonstatten geht. Du musst ins Auto, ne? Achtung, Arm rein. Fuel wird auch gleich mal die Zeit messen. Hansi, Klaus, gib ihr bitte ein Zeichen, wenn ihr soweit seid. Ja, dann 3, 2, 1, go! Das waren phänomenale 7 Sekunden, 1,3 Millisekunden. Wahnsinn! 7 Sekunden! Oh, 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 oh!
Wir beginnen mit der Kandidatin Nummer 1, das ist Nicole. Du kriegst natürlich Unterstützung von dem Hansi. Ja, komm her, trau dich. Unsere erste Frau, ihr dürft sie ruhig unterstützen. Es ist phänomenal, das Ding ist überhaupt nicht schwer. Ich zieh meine Schuhe aus. Ja, zieh die Schuhe aus. Schon mal gemacht? Also ab und nicht an. Die Schuhe ausziehen. Ich meine, ab und an mal, ja? Ab und an mal. Okay, kurze Instruktionen noch. Kleines Briefing, ja, oder? Nachher, wenn sie laut hören. Darf ich jetzt schon runter auf die Knie, ja, oder? Ja, darfst du. Okay, du musst nur der Fuel das Zeichen geben, wenn ihr soweit seid. Sie weiß Bescheid? Ja. Alles klar, dann. Dann steckt das neue. Fuel, du kannst runterzählen. Alles klar. 3, 2, 1, go. Zurück. Auf. Okay, da ist rote. Das rote. Super. Das ist eine super Zeit von 15,90 Sekunden. Klasse. Das ist nicht schlecht in 15 Sekunden. Super. Okay. Nicht schlecht. Mal gucken, ob Chris das besser kann. Chris, wo sind deine Handschuhe? In der Hosentasche. Schrauben tut man ohne Handschuhe. Schrauben tut man ohne Handschuhe. Wie paradox ist das denn jetzt schon wieder? Alles hast du gerade gehört, 300 Grad hat normalerweise? Ja, doch nicht. Ja, super. Du bist soweit? Der nächste ist laut, dann nach links. Ja. Sag Bescheid, wann Fio runterzählen kann. Ja. 3, 2, 1, go! Wow. 7 Sekunden, 59 Millisekunden. 7 Sekunden? 7,59. Das war doch die Zeit von deinem Team. Richtig, ja, erstaunlich, ne? Ach du heilige Neue, grüne Neune, du warst so schnell wie das Team. Fette Show. Teenage, ran an die Buletten, du bist dran. Dann nach links weg. Ja. Kann ich das aufsetzen? Wenn du nicht bist. Wenn du soweit bist, dann zählt Fio runter. Bereit. Kann losgehen. 3, 2, 1, go! Es war ein bisschen drüber. Es sind 10 Sekunden, 53. Oh. Last but not least. Mein endlicher Harry hat so seinen Fanclub dabei. So sieht's aus. Okay. Sie zählt runter. Du bist soweit? Ja. 3, 2, 1, go. Sieben Sekunden, 47 Millisekunden. Haarscharf, haarscharf. Cool. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Wie sieht's denn aus? Ja, leider haben wir an vierter Stelle die Nicole mit der langsamsten Zeit von 15,90 Sekunden. Direkt danach kommt Zünate mit 10,53 Sekunden auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz haben wir Chris mit 7,59 Sekunden und gewonnen. Und das heißt 1000 Punkte für Harald mit 7,42 Sekunden. Aber wir haben noch eine Überraschung. Christopher, du hast noch eine Überraschung für den Schnellsten. Genau, für den Sieger gibt es ein VIP-Wochenende plus eine Renntaxifahrt in diesem Boliden am Lamborghini-Event Corrida. Klasse! Vielen, vielen Dank! Das ist dein Applaus! Danke, Fuel! Danke, Christopher Hase! Wir werfen einen Blick auf den Gesamtpunktestand. Denn ihr wisst, nur die stärksten zwei kommen mit mir in die USA. Doch bevor ich gleich zwei nach Hause schicke, haben natürlich unsere Experten noch einen Trostpreis. Denn Axel, du hast dir was überlegt für den schwächsten Platz 4. Was bekommt der denn? Also der Viertplatzierte bekommt von Audi System meinen Gutschein über 750 Euro. Habe ich auch gleich mitgebracht. Wünsche viel Spaß mit ein bisschen Sound im Auto und bedanke mich dafür. Ich danke dir. Klasse. Und Dominik Dumitrovic hat auch noch einen Preis und zwar für unseren dritten Platz. Was bekommt der denn? Wir haben einen Gutschein über 1500 Euro aus unserem Effektlackprogramm und da kann sich der Drittplatzierte seine Lacke aussuchen aus unserem Sortiment. Vielen, vielen Dank. Ja,
So leid es mir tut. Platz 4 belegt Sinead mit 2250 Punkten. Chris belegt Platz 3 mit 2500 Punkten. Danke fürs Mitspielen. Wir haben 2 im Finale und ihr beiden fliegt mit mir in die USA. Nicole und Harald. Gratulation. Meine Lieben, das war's auch schon. Das erste Halbfinale von The Car Maniac, der ersten Quizshow rund ums Thema Automobil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.